Na, da haben wir doch auch mal einen Gladdy. Allerdings hat er, glaube ich, auch nicht sonderlich viel drauf. Aber sehen wir ja gleich. Ich habe ihn zumindest noch nie gesehen. Was man hier auch nicht sehen kann. Ach, schade, ich kann von hier aus nicht sehen, ob es ein Asmo ist. Also Gladys sind natürlich extrem gefährlich, sobald sie irgendeinen ihrer schwulen Buffs drauf haben. Beste Mittel gegen Gladi mit Kantor immer schön slowen. Da hat er jetzt zum Beispiel gerade seine neue Rüstung, also diesen Buff, bei dem er HP regeneriert und den Damage reduziert. Ja, okay, ein Parry-Buff, der ist natürlich nicht sonderlich neu. Egal, lassen wir ihn erstmal ein bisschen abhängen. Oh, Henry ist da auch weg. Also, der Gladi mit seinem neuen, ja, mit seinem neuen Buff, durch den er HP zurückbekommt und Schaden reduziert und auch noch ein bisschen Schaden zurückwirft. In der Zeit, in der er den Scheiß drauf hat, ist er extrem gefährlich. Also man merkt das extrem, auch wenn es nur 100 Schaden sind oder 100 HP, die er generiert. Aber das macht einiges aus. Soll es nicht glauben. Man hat auch gerade schon den neuen AOE gesehen, also den wiederholbaren. Den hat er allerdings aus irgendeinem Grund nach dem zweiten Ding abgebrochen. Ich weiß noch nicht warum, aber ist ja seine Sache. Oh, Gottchen. Warum er jetzt vor mir wegfliegt, bleibt auch sein Geheimnis. Knöchel verlangsamen könnte ich jetzt mit dem Dispel entfernen, wenn ich ihn nicht gerade schon benutzt hätte. Ach, er will die Runde überstehen. Alles klar. Er will auf dem Boden kämpfen. Auf dem Boden ist der Gladi natürlich ein bisschen gefährlicher. Wobei das natürlich nicht dann gilt, wenn er angreift, wenn man noch Schild drauf hat. So, gebunden. Zum Glück hat er gewartet, bis er auf dem Boden weiterkämpfen kann. Ansonsten wäre das Ganze ja knapp geworden. Statt dass er erstmal wartet und sich bufft. Schon mal der erste GK zum Einsatz. Hat er mich auf den Boden geworfen.
Das zweite Mal. Und das ist ganz vorbei.